zweimal schräg nach links oben und dann B drücken. Das ist der Finisher-Move. Herzlich willkommen bei Minbecker TV. Wir sind heute zu Gast auf der Retro Games Con in Ludwigshafen. Und da würde ich sagen, schauen wir mal rein. Habt ihr Bock? Natürlich. Auf der Retro Games Con am 30. März 2019 in Ludwigshafen ging's richtig heiß her. Und neben den vielen tollen Ausstellern war natürlich auch wieder Team Minbecker mit am Start. Mit im Gepäck unser knallbuntes Jump'n'Run Takelchen im klassischen BC Kid Look. Wie auch Black Becker, mein oldschooliges Ego-Shooter Lebenswerk aus dem Jahr 2015. Doch genug gelabert, jetzt erstmal rein ins Getümmel. Also, traut euch ruhig draußen hin, ihr kriegt zu sehen. Links steht noch Sci-Fi for Charity. Sci-Fi for Charity? Nix wie hin. Hallöchen, liebe Leute, hier ist die Mina von Minbecker TV und wir sind auf der Retro Games Con in Ludwigshafen. Ich stehe hier mit dem Benjamin Zipp. Der Benjamin Zipp steht für Sci-Fi for Charity, richtig? Genau. Könntest du uns und unseren Zuschauern bitte gerade mal kurz erzählen, was ihr macht und wofür ihr steht? Ja, mein Name ist Benjamin Zipp. Ich bin Gründer von Sci-Fi for Charity. Gegründet habe ich die ganze Sache Ende 2017. Sind ehrenamtlich mit Kostüme, Cosplays und so weiter, Star Wars, Science Fiction, alles was so möglich ist, für die Deutsche Kinderkrebshilfe unterwegs. Heute haben wir einen ganz besonderen Sammelgrund. Der Tobias, 6 Jahre alt, hat Kinderdemenz und der braucht dringend einen Fahrradrollstuhl und deswegen sind wir hier und sammeln für ihn. Super, also kann man hier auf der Con euch spenden? Genau, wir haben einen Verkaufsstand, der komplette Erlös wird gespendet und wir haben natürlich Sammeldosen da stehen für den Tobias. Super Sache. Kann man euch auch irgendwie online was zukommen lassen über PayPal oder ein Spendenkonto oder? Am besten dann direkt spenden an die Deutsche Kinderkrebshilfe auf unsere Nummer. Ja, also Hanna gehört, tut was Gutes, kauft hier kräftig ein. Also wenn ihr das Video jetzt seht, ist zu spät. Also bitte spendet direkt an die Deutsche Kinderkrebshilfe oder an Sci-Fi for Charity. Gut, ich danke euch. Danke auch. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Hallo, ich stehe hier mit Star-Lord. Hallo. Ja, Star-Lord von Sci-Fi for Charity? Als Teil von Sci-Fi for Charity. Wir haben eine eigene Gruppe, und zwar die Guardians of the Galaxy Germany. Wir haben angefangen als Walking Act, baue jetzt aber auch den Charity-Aspekt aus. Und wir waren letztes Jahr mit unserer Gruppe als Gäste und jetzt sind wir als Teil der Gruppe heute hier. Okay, sehr cool. Zeigst du uns einmal dein Kostüm in voller Montur? Ich habe nämlich schon über den Helm hier gestaut. Moment, hier. Ja. Wir haben noch einen Termin, ja? Beeil dich mal. Oh Gott. Ganz ruhig, oh Fritz. Was denn? Schauen Sie sich diesen tollen Helm an. Schauen Sie sich diesen... Selber gemacht, nö. Nein, das ist ein Marvel Legends. Okay. 1:1 Original-Replika mit Bluetooth und... Mich fasziniert eigentlich nur noch dieser Waschbär. Eine Frage, Rocket, warum bist du so groß? Auf der Erde wirklich größer. Der asiatische Schauspieler hier, wo ich jetzt das originale Autogramm habe, das war einer der Gefängnisinsassen vom Killen. Und das bekam ich jetzt gegen eine Spende, die unser Benjamin noch von mir bekommt, weil er weiß, dass wir riesige Guardians-Fans sind. Nicht nur im Kostüm, sondern auch Guardians ist die volle Leidenschaft. Sancho, wo sind die Haare hin? Das geschah aus reiner Nächstenliebe. Am letzten Montag hat eine gute Freundin von mir Gesellenprüfung zur Friseuse gehabt und ihr Model ist leider montagmorgens um 6 Uhr abgesprungen. Ja, ich wäre am liebsten abgesprungen und zwar von der Bühne, nachdem ich Veranstalter Bernd Kühn mit der Moderation allein gelassen hat. Bernd, ich könnte noch was singen. Bernd, soll ich dir ein schönes Lied singen? Ey, ist doch geil, oder? Mit dem Mikrofon. Ich würde mich an deiner Stelle beeilen, ich gewöhne mich langsam mir das Mikrofon. Hey Sancho! Ja? Sancho? Sancho! Sancho der Altstadtpirat! Hey! Sancho hat die Haare geschnitten. Hey, ich will es gar nicht mehr hergeben. Ja, das war ein kurzer Ausschnitt von unserem werten Manager, der uns natürlich auch hierfür bezahlt.
ich habe hier eine... Du verwirrst mich mit dieser Kamera. Ach so, er soll mir ein bisschen rumrutschen vielleicht. Gut. Kann auch aufstehen. Dann fühle ich mich noch kleiner, aber ist okay. So, hier, die bessere Hälfte des Collector Couple. Erzähl mal was über euch, bitte. Ja, wir sind zwei, die total verrückt sind auf Sammeln. Wir haben uns mehr oder weniger über ein Sammelkartenspiel kennengelernt und machen jetzt seit über 2 Jahren Videos darüber. Welches Sammelkartenspiel? Wie lernt man sich denn über ein Sammelkartenspiel kennen? Das interessiert uns doch brennend. Wir spielen beide Magic the Gathering und ich spiele das schon seit der 7. Klasse. Und als eins der wenigen Mädchen hier, weil irgendwie Mädchen interessieren sich mehr für Schminke. Habe ich manchmal das Gefühl. Und ich war 2013 in Mannheim im Wizard's Well und war da spielen. Mhm. Und da kam der Bernhard rein. Und so haben wir uns dann dort kennengelernt. Und das ist nicht geschehen, sofort. Nicht ganz. Nee. Das Erste, was er zu mir gesagt hat, dass er nichts mit Superhelden anfangen kann. Das war dann für mich so. Oh. Oh. Aber wie man sieht, es wurde dann doch Liebe. Ja, hier. Mittlerweile auch verheiratet. Oh, herzlichen Glückwunsch. Seit wann das? Seit 3 Jahren jetzt fast. Seit 3 Jahren, doch schon. Aber da kann man trotzdem noch gratulieren. Wir heiraten dieses Jahr. Ja! Ja, YouTube-Mädels unter sich ist auch mal schön. Ja. Ich hoffe, dass ich deinen Mann später auch noch zu Gesicht bekomme. Ja, ich denke, spätestens wenn die Turniere vorbei sind, ist der leicht zu greifen. Cool. Ich hoffe, ihr kommt dann auch mal bei uns am Stand vorbei. Ja, wo steht ihr denn? Direkt gegenüber. Ah, okay. Genau. Ich bin hier auch nicht mehr so lange. Ich werde dann oben auf der Bühne mit dabei sein, weil wir das Turnier ja sozusagen zusammen veranstalten. Genau. Die unterstützen nämlich Jasmin und Bernd nach Leibeskräften, wie man das in der Szene halt so machen sollte. Man sollte zusammenhalten. Ja, yes. Gut, also hier, Collectors Couple. Abonnieren, liken, teilen, supporten. Dankeschön. Und ohne S. Collector Couple. Collector Couple. Collector Couple. Das ist irgendwie leichter. Eben habe ich sie schon als Retro Couple bezeichnet, obwohl ich. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so warm hier, dass mein Gehirn schmilzt. Aber ich habe trotzdem Süßigkeiten bekommen: eine Tüte Süß-Saures. Und während die Mina bei der Vanessa lecker Süßigkeiten abgreift, präsentiere ich euch weiter fleißig die Abenteuer unseres quietschig-grünen Oktopusmädchens. Am TV, sogar auf dem Smartphone. Ja, da muss auch ein Lord Demon mal selbst das Gamepad in die Hand nehmen. Er ist ja riesig, er hat sich besser hingesetzt. Setz dich hin. Min Becker hier mit YouTuber-Kollege Lord Demon LP. Ein Let's Player aus dem Kaiserslauterer Raum, Rheinland-Pfalz. Cool. Er hat gerade Targetchen gespielt und er findet es saustark. Kann ich bloß empfehlen. Macht richtig Spaß. Jump'n'Run ohne Ende. Ich könnte noch weiter suchen. Also ich werde mir so viele Fall kaufen. Sehr geil, freut mich. Und was gefällt dir am besten? Die Animation von dem kleinen Tintenfisch ist super. Allein die Elemente, die Detailreichheit und das Liebe dazu, wenn die kleinen Figuren, wenn man auf den Kopf springt, dass sie nochmal wegrennen oder sterben. Das ist ein richtig gut gemacht. Das erinnert mich an viele Spiele, wo ich von früher hatte und saugeil. Sogar Jörg Dröge vom Scene World Magazine und Spieleentwickler Sebastian de Andrade von Andrade Games kamen vorbei, um das Spiel mit, ja, geschultem Auge zu begutachten. Und natürlich auch unseren Retro-FPS Black Becker. Oben ging's übrigens auch noch weiter. Habt ihr schon mal sowas Schönes gesehen? Herrlich, du Sancho. Was sagen wollt, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ging der Markt auch eine Etage über uns noch weiter. Und da stecken sie also, die Mädels von der Min Army. Aber wir gehen jetzt erstmal nach draußen, denn draußen ist das geilste Frühlingswetter. Sancho ist ja immer noch dran. Das machen wir jetzt den ganzen Abend lang. Ja, jetzt habe ich. Du hast die Hand die ganze Zeit gehoben. Hallo, die Mina von Min Becker. So, jetzt habe ich mir die Frau geschnappt, die hier hinter allem steckt. Jasmin, hallo. Ja, hallo Mina. Also ich und der Bernd, wir haben das Ganze ja verbrochen. Die Aber du bist die Frau, die dahinter steckt, das meine ich. Ach damit. So, ja. Ich also bin sie ist Frau. Natürlich ja. Nicht alleine. Genau. Aber hinter jedem Mann, der erfolgreich ist, steht ja mindestens eine Frau, die ihm den Rücken stärkt. Und das bist in diesem Fall du. Ja, wobei wir ja nur Kollegen sind. Ja, das weiß ich schon. Ach so.
Ich glaube, wir fangen nochmal an. Das Lollard war. Aber das ist gar nicht schlimm. Das sind die schönsten Interviews. Wir haben ein bisschen durcheinander. Schnitt. So. Ich habe mir jetzt hier mal die Jasmin geschnappt. Die Partnerin von Bernd. Die nicht mit ihm verpartnert ist, sondern einfach nur Geschäftspartner. Ja, so ist das. Das ist schwierig hier. Mensch, verdammt nochmal. Schnitt. Hallo Jasmin. Wir sind super froh, dass wir nochmal dabei sind. Heidelberg hat leider nicht geklappt. Aber hier in Ludwigshafen ist Team Winbecker wieder am Start. Bitte sag mir 2, 3 Sätze zu dieser Retro Gamescon. Ja, also hier bei der Retro Gamescon in Ludwigshafen, unser 2. Mal jetzt schon hier, genauso erfolgreich wie letztes Mal auch. Und ich bin mega stolz, dass Team Winbecker und die Mina hier sind. Und ja. Danke. Ich wollte einfach unbedingt mal hier mit Jasmin in der Sonne stehen. Weil es ist mein Sonnenschein. Danke. Ich mag sie so gern. Das ist so schön bei euch. Wir kommen so gern. Es wäre schön, wenn einfach jede Woche irgendwo eine Retro-Börse wäre. Und lacht er dann jetzt so? Auf Wissen am 20. Juli. Wo? Auf Wissen? Wissen im Westerwald. Wissen im Westerwald. Da muss ich mal gucken, wo das ist. Ich kenne mich schon nicht aus. Ja. Wisst ihr das schon mit Wissen? Ja, das muss man wissen. Ich habe alle Zeit der Welt. Bis 19.06 Uhr. Ist doch. Das Auto muss man ja eigentlich schon fast mit im. Ich hätte lieber noch ein paar Leute im Hintergrund gehabt. Umbrella! Könnt ihr noch gerade Deko? Hallo liebe Leute, ich stehe hier mit Jörg Dröge. Hallo. Jörg Dröge von Scene World Magazine ist was? Ja, wir haben angefangen als Diskettenmagazin, machen aber auch einen Podcast, YouTube, eigentlich alles, was so Retro betrifft. Doom broke the mold. It broke the box that everybody was in for decades. Jörg, wie gefällt dir die heutige Retro Gamescon? Super, ich bin ja schon das 2. Mal da. Ich war ja auch das 1. Mal da, wo das 1. Mal in Ludwigshafen war, beziehungsweise in Mauldach. Ja. Und super, ja. Ich muss sagen, die Atmosphäre ist sogar noch besser und das Klientel ist sogar noch, sagen wir mal, gemischter. Ich finde das super, ne? Lieber Jörg, du warst schon bei uns am Stand gewesen vorhin. Wir haben ja Takashin dabei, unser Jump'n'Run mit dem verrückten Octopus-Mädchen und unseren Ego-Shooter Black Becker, unseren super brutalen Ego-Shooter Black Becker in Retro-Optik. Hat dir gefallen? Super, klar, hat mich sehr an Doom und Duke Nukem 3D erinnert. Mehr an Doom, muss ich sagen. Geil. Ich liebe Doom. Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, gehen wir noch was Kleines essen, noch was Kleines trinken und amüsieren uns noch ein bisschen hier auf der Retro Gamescon in Landau, Ludwigshafen. Landau ist was anderes. Und bevor uns Umbrella jetzt hier festnimmt und verschleppt, gucken wir mal, dass wir Land gewinnen. Bis dann, Leute. Tschüss. Bis dann, tschüss. Nix tschüss. Geht noch weiter. Aber haben sie gut gemacht, die Jungen. Und die Mina hat derweil noch ein paar nennenswerte Infos für euch. Ich bin hier wieder am Stand von Sci-Fi for Charity. Und zwar habe ich mich schon ein bisschen umgeguckt und die haben echt coole Sachen. Und ich habe mit ihm auch eben noch mal kurz geredet. Er hat mir noch ein paar interessante Sachen erzählt, die ihr unbedingt erfahren müsst. Und deswegen gucken wir uns jetzt den Stand noch einmal an. Und du erzählst uns bitte noch einmal, was es da so zu sehen gibt. Klar. Ich übergebe das Mikrofon. Ja, hallo, hier ist Benjamin Zipp von Sci-Fi for Charity nochmal. Ja, ich zeige euch gerne nochmal, was wir so alles haben im Programm. Wir haben natürlich auch Supports von einigen Schauspielern, sage ich jetzt mal weltweit, also viele Schauspieler aus USA, England und so weiter, die uns da sehr unterstützen mit Autogramme, Trading Cards und so weiter und so fort. Zum Beispiel haben wir hier jetzt vom Star Wars Schauspieler Trading Cards zugeschickt bekommen für den guten Zweck, die wir hier verkaufen für 10 Euro für die gute Sache. Es kommen regelmäßig natürlich dann auch Autogramme rein, die wir dann auch immer versteigern, oder Poster, wo da mehrere Schauspieler drauf signiert haben. Alle Infos und das Spendenkonto findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Hier seht ihr übrigens auch mal den wirklich super schönen Stand der absoluten Zurück in die Zukunft Fans von Team Autotime. Ja, wir stehen in Ludwigshafen. Und warten, wie heißt er, auf den? Wir warten auf den David, der sich ein Eis kauft. Da kommt unser Mann. Können Sie uns etwas über das Eis in Ludwigshafen erzählen? Ja, es ist kalt. Es ist eine Sensation. Wo müssen wir dann jetzt hin? Hier lang, oder? Gut. Ja. Das ist so richtiger Sensationsjournalismus. Genau. Die Tussi rennt mit dem Mikrofon. Yeah, hier, wir sind hier bei Winbecker TV. Hauptsache Alessio, geht es gut. Warte, hier.
Abschaffnamen. Ich trainiere hart dafür, dass der so aussieht. Man sieht, das ist wunderschön. Gut, da ist einiges los in dieser Halle. Ich fresse gerade meine Haare. Aber es gibt hier auch richtiges Essen. Gehen Sie mir aus dem Weg, ich bin wichtig. Komm, wir gehen mal ein paar Leute nerven. Was wollt ihr wissen? Wir wollen wissen, wie es euch... Ja, ich wollte gerade sagen, wie gefällt es euch denn hier auf der Retro Gamescon? Sehr schön, schönes Wetter haben wir. Kalte Getränke hat man, eine Currywurst hat man schon. Und er kriegt Eis hier, wunderbar. Willst du Bernd und Jasmin irgendwas ausrichten? Macht weiter so. Das ist egal. Ich bin hübscher als die Kamera, deswegen guckt er mich an. Tut mir leid. Danke. Macht weiter so, gute Events eigentlich und passt alles. Dankeschön. Ich bin hübscher, hat er gehört. Ich bringe nämlich die Sexiness in Minbäcker TV. Oh, hier riecht es ein bisschen wie im Puma-Käfig. In einem sehr alten Puma-Käfig mit sehr vielen Pumas. Hey, nicht so frech, junge Fräulein. Hallo. Zurück in unserer kleinen Spielhölle, wo der David gerade neue Shootingstars rekrutiert. Und yay! Der Volker kam uns besuchen. Und der nette Kerl von Umbrella braucht auch mal eine Pause. Ich bin hier mit Hank von der... Wie heißt du? Umbrella? Corporation. Von der Umbrella Corporation. Und wir spielen Black Becker auf der Retro Games Con in Landsweiler am Trifels. Ne, wie heißt das? Ludwigshafen. Ja, wir sind im dritten Level in den Brackyards auf Adi Englers Festung noch. Und wir sammeln fleißig CDs ein. Ja, denn wir sind Metal. Ja, Rammstein höre ich, ja. Rammstein. Ja gut, okay, lass gerade so gelten. Wir haben das Odor of the Beast dabei. Das sollte man immer dabei haben. Besser als... Oh Gott, was ist das? Unser Maskottchen Slippy Notron. Weiter geht's, zurück auf die Bühne zur nerdigen Talkrunde. So, okay, die Couch ist voll. Schön, dass ihr da seid. Wir machen jetzt einen kleinen Retro-Talk. Geklärt sei hiermit auch die Frage, warum ich in meinen eigenen Spielprojekten statt auf High-End-Optik lieber auf Retro-Grafik setze. Ich sag mal, ich mache lieber Retro-Grafik, weil ich als Ein-Mann-Entwickler viel schneller Ergebnisse erzielen kann, als wenn ich jetzt ein riesiges Unreal 4-Projektor auf die Beine stellen will. Ich finde es ja so geil, dass du Sancho mit auf der Bühne sitzt. Denn der Sancho ist eben jemand, mit dem man einfach rechnen muss. Ey Sancho, was war noch einmal dein Lieblingsspiel der 90er? Also Lieblingsspiel der 90er war Turtles in Time für Super Nintendo. Das haben wir, ich und mein Bruder, wirklich auf höchstem Schwierigkeitsgrad rauf und runter gespielt. Danke. Bei mir ist es Turok 1. I am Turok! Und wer Turok 1 sein Lieblingsspiel der 90er nennt, der kann so verkehrt nicht sein. Deshalb schauen wir jetzt auch mal bei Spieleentwickler Sebastian de Andrade vorbei und gucken mal, was der so macht. Hallo, wir sind jetzt bei Andrade Games und sehen uns mal ein Spiel an, was mir persönlich echt gut gefallen hat und da steckt viel Potenzial dahinter. Ja, hallo, Sebastian de Andrade und Guido Kühn. Wir sind die Entwickler von Heidelberg 1693. Das ist ein Spiel, das ist in Heidelberg angesetzt, nach dem pfälzischen Erbfolgekrieg. Und wir nehmen eben noch die fantastische Komponente hinzu, dass ein Mondkönig, was bei uns ein Bastard des Sonnenkönigs ist, quasi die Macht an sich reißt und dort quasi sich langsam eine Schattenarmee formiert. Er bereitet die Weltherrschaft vor mit seinen Homunkuli. Genau. Klingt ja schon mal sehr geil und ich muss sagen, das Thema Musketiere mit Zombies hat mich vom Hocker gerissen. Ja, das ist besonders interessant wegen den alten Waffensystemen, also den Musketen, weil eben Zombies greifen konstant irgendwie an und dann hat man eben eine verzögerte Feuerrate und die Gegner können eben auch durch die Formation, dass der Hintermann nachlädt, der Vordermann feuert, auch die Schussrate verändern und das bietet eben für ein Videospiel sehr viel. Ja, da war ja auch die Sache, dass wir explizit keinen Bullet-Hell-Shooter haben wollten, sondern wir wollten eine Mechanik haben, die einerseits die Spieler reinzieht, aber andererseits eben nicht das Dauerfeuer erlaubt. Und da sind wir halt auf die Nachladeoptik gekommen und das hat es eigentlich ganz gut hingebracht. Wir haben sehr, sehr lange an der Spielmechanik herumgefeilt. Also bestimmt
Also über ein halbes Jahr, ja. Nur das Suchen der Mechanik, weil es eben alles nicht funktioniert hat. Zwischenzeitlich war das auch ein Strategiespiel, wo man wirklich ein Bataillon also befehligt. Und also ähnlich wie Empire? Oder? Nee, eher wie Pikmin. Das ist doch noch als Prototyp da. Dann hatten wir zwischenzeitlich die Phase, wo es eben ein Bullet-Hell-Shooter wurde, wo du nicht mehr nachladen musstest. Da hast du da auf Knopfdruck die Muskete aufgeladen, wie ein Beam. Das haben wir dann auch rausgeworfen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen es jetzt so, wie es ist. Wir nehmen quasi die technische Limitation der alten Waffensysteme und versuchen das jetzt in ein 2D-Spiel zu übertragen. Finde ich auch ein geiles Konzept, bisher in dem Spiel so noch nie gesehen. Ist gut umgesetzt. Gibt es schon weitere Pläne für Endgegner? Mir fallen da so ein paar Kandidaten ein. Tatsächlich. Ja. Wir haben den De Klaus als Runkelrüben. Ja. Also der war ja der Erfinder von der Gartenanlage, die als achtes Weltwunder galt. Und den haben wir natürlich dann als Runkelrübe als Endgegner. Wir haben eine Gottesanbeterin Frau mit wie viel Brüsten? Ich glaube 8. Allen kranken Wahnsinn haben wir drin, ja. Sehr geil. Also da freue ich mich richtig drauf. Und es werden auch noch andere historische Persönlichkeiten vorkommen. Der Melak zum Beispiel, der auch wirklich Heidelberg abgebrannt hat. Interessant wäre vielleicht die Rolle einer Lieselotte von der Pfalz. Tatsächlich. Tatsächlich. Man könnte dann vielleicht ihre Briefe lesen. Ja, genau. Retro-Sweets gab es auch. Esst Süßigkeiten. Sie sind sehr gut. Ich habe viel zu viel von den Retro-Sweets da gefuttert. Bissi fies die direkt vor unserem Stand zu verkaufen. Waren aber sehr, sehr geil. Danke, Bernd. Der Mann der Stunde. Der Bernd. Der Bernd ist so groß. Ich muss auf die Zehenspitzen, damit wir auf einer Höhe sind. Passt. Hallo, Bernd. So? Ja. Hallo. Funktioniert alles hier? Ja. Klappt es? Ja. Seid ihr zufrieden? Ja. Wir fühlen uns so wohl. Ich habe schon ganz viele Süßigkeiten gegessen. Das ist super. Aber ihr seid hoffentlich nicht schlecht von den Süßigkeiten, nein, oder? Mir wirkt nie schlecht von Süßigkeiten. Echt? Echt. Ich habe gedacht, du isst keine Süßigkeiten. Doch. Doch. Okay. Doch. Retro. Ja, ich mag euch auch und schön, dass ihr da seid. Retro Gamescon in Ludwigshafen. Der Bernd ist der Beste. Danke. Ich durfte von den Singen auf der Bühne. Ja? Ja, der Min durfte. Ich entschuldige mich stellvertretend für das ganze Team dafür, dass der Min gesungen hat. Das war gar nicht so schlimm. Ja, unser Takelchen ist schon goldiget. Und unser Vicky auch. Die hier super professionellen, newschoolige Kids mit oldschooligem Gameplay-Mechaniken vertraut macht. Riesen Dankeschön mal an dieser Stelle ans ganze Team der Min-Army für den tollen Support. Auch an Kamerafrau Tammy. Sancho, kennst du die Dinger noch? Ja. Ich wette, du traust dich nicht, das in einem Bisse zu essen. Ja, damit. Ganz toll gemacht, Sanchito. Zum Schluss der Veranstaltung haben wir übrigens noch richtige Prominenz vor unsere Kamera gekriegt. Becker hier, diesmal mit Gronkh. Nein, der sieht nicht aus wie Gronkh. Selbst wenn ich... Wer dafür ist, dass er aussieht wie Gronkh, der liked bitte dieses Video, ja? Sieht ein Like. Aus wie Gronkh? Ich finde schon. Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Runde Minecraft hier auf dem, keine Ahnung, ich hab's mal in Ludwigshafen. Nee, jetzt, ich lasse jetzt auch meine Showstimme weg. Also, Collectors Couple Collector hier. Collector Couple ohne S. Wir haben den Namen zu schwierig gewählt. Ja. Schnitte nur. Es war spät. Was sind wir denn? Wir sind Sammler. Also eine Mücke oder war das da oben? Da ist gerade. Ja, das ist eine Mücke. Ja, okay. Wir haben 2 Minuten Kamerazeit. Oh mein Gott. Also, eben habe ich schon mit dem weiblichen Part vom Collector Couple gesprochen. Kennt ihr mich noch? Jetzt haben wir auch den männlichen Part dazu. Guten Tag, ich bin Gronkh. Bernhard. Und wir freuen uns einfach und wir wollen das hier gar nicht verkomplizieren. Nein. Wir sind einfach froh, dass diese Familie so wunderbar ist, ja. Die sich hier immer zusammenfindet. Also ihr seid jetzt et Sammlerpärchen. Genau. Ne? Wir sammeln beide wie verrückt, alles Mögliche. Habt ihr euch dadurch auch kennengelernt? Die Geschichte des Kennenlernens habe ich vorhin schon abgefragt. Ja, ich wüsste das aber auch gerne. Wir haben uns über das Sammelkartenspiel Magic kennengelernt. Oh, wie geil. Im Magic-Laden. Ja. Der ist in Mannheim drüben, ja. Der Wizard's Well. Oh ja, hast du vorhin schon erzählt? Ja, habe ich erzählt. Nur Wizard's Well habe ich nicht erwähnt, aber der findet viel zu selten Erwähnung, der Wizard's Well. Ja, bester Kartenladen in Mannheim. Okay. Ist ein toller Laden.
Und dann wird unsere Hochzeit feiern. Ja, genau. Oh. Das ist cool. Unser Hochzeitskuchen war auch eine Magic-Karte. Aha, okay. Und alles. Und unsere Einladungskarten waren auch Magic-Karten. Haben dann jede Magic-Karten bekommen, dass eine, wo draufsteht, Einladung, keine Ahnung. Ja. Wir sind Nerds. Und wir sind Nerds. Sehr cool, sehr originell. Wir sind im Sommer dran mit unserer Hochzeit. Wir haben uns halt erzählt, über Let's Plays kennengelernt, weil sie halt mein Spiel damals gespielt und ja. So ist das, das hier. Im Internet. Im Internet ist alles möglich. Sind echt voll die zwei lieben Mäuse, ja. Und hier die zwei Hübschen jetzt im Bild haben übrigens am Ende der Veranstaltung den super coolen Vectrex gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das letzte Halbstündchen haben wir da noch ein bisschen Luft gehabt, um selber zu daddeln. Riese Merci auch an David für den 1A-Support. Und Quatsch haben wir gemacht, wie immer. Hier räkelt sich das Sancho am Computer rum, weil er ganz stolz drauf ist, dass ich ihn damals bei Black Becker verewigt habe. Man muss sich das mal vorstellen, da sind wir zu fünft in Ludwigshafen unterwegs und verpeilen bei der allerletzten Sequenz, dass das Mikrofon noch mit der Kamera verbunden ist. Darum spreche ich jetzt hier und bedanke mich nochmal persönlich bei den Veranstaltern Bernd Kühn und Jasmin Schwanitz sowie der ganzen Crew von der Retro Gamescon für das wirklich tolle Event und natürlich auch die Einladung. Min Becker verabschiedet sich an dieser Stelle, obwohl, komm noch ein paar Outtakes, machen wir. So, jetzt einmal bitte in die Knie. Ui, komm ich noch so weit runter? Nun schiele ich jetzt halt leider. Egal.